Widersprüche in der biblischen Auflistung der Plagen. Das beginnt schon mit der Anzahl der Katastrophen. Nach 2. Buch Mose sollen es 10 und nach Passalm nur 7 gewesen sein. Was ist nun richtig? Die Ungereimtheiten gehen weiter. Mit der 5. Plage zum Beispiel tötete Gott alles Vieh durch eine schwere Pest. Da starb alles Vieh der Ägypter. Die nächste Plage verbreitete böse Blattern an den Menschen und am Vieh. An welchen Vieh? Das war doch eben erst durch die Pest gestorben. Die 7. Plage brachte schließlich Hagel. Unter den Schoen wieder alle Menschen und das Vieh starben. So geht es weiter und noch in 7. oder in 5. Plage wird alles x-mal getötete Vieh noch von Gott persönlich niedergemetzelt.
¡Ella!